Hallihallöchen, ich teste heute mit euch das Niederegger Nuss-Nougat-Eis. Und zwar Niederegger Lübeck, das solltet ihr kennen wahrscheinlich, Marzipan eigentlich, aber sie machen auch Nougat. Also Nougat und Marzipan in kleinen, großen, was auch immer, sämtlichen Formen gibt es von denen. Und die Marzipan, die klassische Marzipan-Eisbasis habe ich schon probiert und jetzt kommt eben Nougat endlich mal dran. Es gibt auch noch Marzipan-Orange, Marzipan-Trüffel oder Trüffel einfach nur. Und ja, das war's. Und dann gibt's ja auch noch die am Stiel, die zwei verschiedenen oder drei. Aber jetzt testen wir Nougat. Und ich mag Nougat total gerne. Nicht ganz so gern wie Marzipan, aber ich mag's. Deswegen habe ich Marzipan ja auch zuerst getestet. Marzipan fand ich ein bisschen langweilig, weil keine Stückchen drin waren. Nur eine Soße, die war auch gut. Und es relativ luftig war. Hier stehen nur 500 Milliliter drauf. Deswegen wiegen wir das Ganze jetzt gleich mal ab. Um zu gucken, wie so das Luft-Gramm-Verhältnis ist. Das ist ja immer sehr wichtig hier. 348 Gramm, das heißt, wir haben hier so ungefähr 325 Gramm Inhalt im Becher. Das heißt, es ist so ungefähr wie die Milka und Daim Eis, die ihr zum Beispiel bei Netto und Edeka und so kaufen könnt, von der Dichte her. Also echt in Ordnung, nicht ganz so luftig wie so ein Cremissimo, aber auch nicht ganz so dicht wie Häagen-Dazs und Ben & Jerry's. Und ja, wir schauen mal auf die Zutaten, würde ich sagen. Wir haben ein eine Haselnuss-Nougat-Eiscreme-Basis mit einer Haselnuss-Soße. Also sehr viel Haselnuss, ihr müsst Haselnüsse mögen. Die erste Zutat ist entrahmte Milch, okay, also es ist ein Milcheis auf Milchbasis. Dann kommt 25% Sahne, also eigentlich ist es kein Milcheis, weil ein Viertel Sahne ist so viel wie auch in einem Ben & Jerry's drin ist. Dann kommt Glucose-Fructose-Sirup, also flüssiger Zucker, und dann kommt schon die Haselnuss-Soße, die da besteht aus so und 6% Haselnussmark. 6% Haselnussmark ist okay und 1% Kakaopulver. Dann kommt Nuss-Nougat und zwar 6%. Das heißt, wir haben, und da sind 42% Haselnusskerne drin. Oh Gott, das ist mir jetzt zu viel zum Kopfrechnen. Wir haben 44% Nougat in dem Nuss-Nougat, was ja fast 50% sind. Also können wir sagen, wir haben vielleicht 6%, hier 5% Haselnüsse, da oben 6%, also ungefähr 11% Haselnuss in einem Nougat-Eis drinnen. Könnte mehr sein, aber ich erwarte das gar nicht bei industriellem Eis. So ganz grob jetzt, ne? Überflogen. Die anderen Zutaten seht ihr, da könnt ihr gerne auch Pause drücken, wenn ihr möchtet. Da gehe ich jetzt nicht so doll drauf ein, weil es geht euch ja vor allem auch ums Eis. Und auf 100 Milliliter haben wir 160 Kalorien. Das heißt 800 pro Becher hier. Aber ich blende euch das wie immer 9,4 Gramm Fett, wovon 1 Gramm gesättigte Fettsäuren sind, 16,4 Gramm Kohlenhydrate, von 13,8 Gramm Zucker sind und nur 2 Gramm Protein. Das ist relativ wenig. Ja, und jetzt steht hier etwas auf Deutsch und auf Englisch drauf. Ich lese es euch mal auf Deutsch vor. Johann Georg Niederegger war einer der talentierteste natürlich Konditoren Lübecks. Neben dem weltberühmten Niederegger Marzipan kreierte er auch andere Köstlichkeiten, die sich seit über 2 Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Auch die Herstellung von Eiscreme zählt zu der einzigartigen Konditorenkunst im Hause Niederegger. Genießen Sie verführerische Eiscreme in unvergleichlicher Niederegger-Qualität. Das wusste ich nicht, dass die das auch dort vor Ort vielleicht servieren. Ist das so? War schon mal jemand in dem Niederegger-Café? Das ist ja doch auch sehr bekannt dort. Mir vor allem Kuchen und Torten dort vorgestellt und Pralinen, aber wer weiß. So, 5,99 bei Real, gibt es auch bei Edeka und bei Globus. Vielleicht noch woanders, schreibt es gerne drunter. Okay, also, es sieht doch recht unspektakulär aus, wie erwartet eigentlich. Man sieht die Soße und die Basis. Mehr wird auch nicht kommen, weil wir keine Stückchen haben. Aber gerade hier kann man sich super einfach selbst ein paar Nüsse oder Kuchenstückchen oder irgendwas reinmischen. Und das werde ich, wie ihr mich kennt, auch auf jeden Fall wieder tun. Ich brauche einfach irgendwie Stückchen im Eis. Geht euch das auch so? Schreibt es mal drunter oder sagt ihr, was hat sie immer mit ihren Stückchen? Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Haselnussbasis selbst probieren. Also ihr seht, die sieht wirklich farblich sehr haselnussig aus. Und ist konsistenzmäßig wirklich schon eher luftig. Aber auch nicht super luftig. Geschmacklich ist es richtig gut. Definitiv
nougatiges Haselnusseis. Und zwar nicht nur Haselnuss, die schmeckt auch definitiv nach Nougat. Durch der Hammer, die Basis. Hier ist der Strudel. Und ihr seht, der ist ganz schön verstrudelt. Also man sieht ihn kaum. Aber es ist nur ein ganz leichter Hauch. Wahrscheinlich wären es hier keine Bunker. Das werden wir sehen, je weiter ich dann reinbuddele. Hebt sich geschmacklich aber doch ab. Wow. Schön haselnussig. Aber auch kakaoig. Sorry, draußen ist gerade Alarm. Aber ich will filmen. Also die Soße vermisse ich hier leider gerade echt noch ein bisschen. Da ist so minimal was. Aber sie ist halt... Man sieht sie nicht so richtig und dann kommt sie doch wieder an vielen Stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das Farbliche sehen könnt. So Zebramäßig. Das sind halt nicht so Bunker. Es ist wirklich fast schon wie so ein... Sie ist auch sehr fest und an manchen Stellen dann doch auch so ein bisschen wässrig. Also man hat so eine eisige Konsistenz, wenn man drauf beißt. Aber geschmacklich hat die sogar so ein... Irgendwie so ein Marzipan-Einschlag. So ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, weil Niederjäger draufsteht, aber eigentlich nicht. Also das mag ich total. Die hat ganz leicht diesen Marzipan-Einschlag und das macht so ganz besonders irgendwie. Deswegen wünschte ich, davon wäre mehr drin. Aber die Basis selbst ist auch richtig gut. Wenn ihr Nougat mögt, ihr müsst aber auch ein bisschen Marzipan mögen, weil ich finde, dass die Soße so ein bisschen danach schmeckt, dann ist es Säureeis. Ich schaue mal nochmal kurz auf die Zutaten von der Soße. Nö, nur Haselnussmark, keine Mandeln oder so. Aber vielleicht die Kombi aus Haselnüssen und Zucker. Macht auch so einen leicht marzipanigen Geschmack, weil was anderes ist Marzipan ja nicht außer als Mandeln und Zucker. Und ich weiß nicht, ich versuche euch echt die Soße mal so ein bisschen zu zeigen, weil die sich so ein bisschen versteckt. Das hier ist sie. Sie ist echt ziemlich fest von der Konsistenz und so doch so ein bisschen wässrig. Also nicht wässrig, aber wenn man drauf beißt, hat man halt so Eiskristalle so ein bisschen. Aber sie ist einfach super gut geschmacklich und echt ziemlich fest für eine Soße. Die Eisbasis selbst ist halt wirklich verdammt cremig, ne? Vor allem, wenn sie dann antaut am Rand so. Nach unten hin auch nicht mehr Soße oder so. Ich finde es ein bisschen langweilig. Ich kann gar nicht sagen, ob ich das oder das Marzipan besser fand. Könnt ihr das sagen? Schreibt es mal drunter. Würde ich nochmal wieder kaufen, so vielleicht für Freunde und Weihnachten mäßig auch. Also ich finde, es schmeckt trotzdem so ein bisschen weihnachtlich, winterlich. Mir selbst... weiß ich nicht. Vielleicht eher nicht, weil keine Stückchen und so. Aber es ist geschmacklich Hammer. Hammergut. Wenn da ein Stückchen drin wären, hätte ich es auf jeden Fall nochmal.